in den Süden. Ey, Vive, du hältst dein Maul. Ey, yo, was geht? Ey, Vive, du hältst dein Maul. Ey, yo, was geht? Leute, herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Wir schauen uns heute mal wieder die besten Videos auf ganz YouTube an. Wir haben heute mal wieder tatsächlich eine YouTube-Kacke für euch mitgebracht, Leute. Ja, es gibt heute Geschichten von der SSIO-Gestankstelle und ich würde sagen, da schauen wir mal rein. Lukas, wer heute lacht, muss sich tatsächlich sämtliche Zähne mit einer Zange ziehen. Ich hab extrem Bock auf den Rotz. Ich würde sagen, halt deine Fresse, wir gehen sofort rein. Let's go! Die Hamburger Reeperbahn ist Deutschlands größte Ansammlung von Vollpfosten mit 25 Millionen geistig komplett beschränkten Besuchern im Jahr. Ah, es gibt eine kurze Story. Wir waren mal auf der Reeperbahn tatsächlich zusammen im Club. Lukas war auch da und dann sind wir rausgeflogen, weil Lukas gesagt hat, ich bin 17. Genau, ich war 17 und du hast mit einer 40-Jährigen getanzt. Aber oh, gut, Baby, nicht nur getanzt habe ich mit dir und ich habe dich in den Club mit 17 geschleppt. Let's go! Mittendrin oh, so liegt die Tankstelle von Familie Schisch. Nein! Ich bin Scheißmann! Nachts verkauft man Geschichte Tempicht in Hamburgs berühmtester Tankstelle für Transsexuelle. Okay. Wenn Sie sich über die Alter, was für ein Spastlohn. Wenn die Flasche mit reinbringen, kann das ja sein, dass sie trotzdem die Flasche mit reinbringen. Aber man kann ja nicht warten. Marco? Der Bedarf an hochprozentiger Schwefel- und Salpetersäure und es steigt die Anzahl von hochgradig niedrig intelligenten Kunden rapid an. Alles klar. Ja. Das ist No-Honor, ja? Etwa 69.000 Gestankstellen gibt es im Deutschen. Ja, Mann, jetzt! Auf der SSIO-Tankstelle an der Reeperbahn wurde der Beruf des Sohns nie abgeschafft. Der oh Mann, der Typ hat der Arbeit nicht als Sohn. Fressen Hackalt ist einer von ihnen. Der hackfressende Hacker. Auf Sonosiloli nennt ihn jeder nur. Vor 187 Jahren begann der mittlerweile schwerst demente Mann seine Karriere als Masturbator. Ja. Einfach Monte. Vorne ist auch Schwanzfliege. Muss ich das selber machen oder kann ich das? Ich kann's dir auch machen, wenn du möchtest. Ist kein Problem. Okay. Ja, ich mach's dir. Fahr auf Schluss. Selbst ist zwar auch an der Reeperbahn die Regel, doch wer Hilfe möchte, weil er keinen mehr hochbekommt, bekommt sie auch. Okay, perfekt, danke. Komm, Spasti, Ehre. Und dann sagst du ein Stück Schade. Mach mal nach regelmäßig sich Sicherheitsmitarbeiter Marco Polo am Minderjährigen. Moment, Marco Polo, so nicht. Benimmt sich wie ein Bauch. Und pingeln nicht Leute an. Gelegentlich versucht Marco einen auf Michaels Morleck zu machen. Einer aktuellen Studie zufolge sind Frauen bescheuert und haben Probleme beim Urbein. Hey, warum steigen die auf und er macht es? Han ist Zylo, der die macht ihren Gürtel zu, guck mal, warum? Ja, aber... ist zur Stelle. Verdrücken Sie sich bitte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bis zu 666 Besucher verunstalten den Kiez allabendlich. Danke. Einige erledigen sogar ihr Geschäft vor dem Laden und machen die SSIO-Tankstelle damit zum verdreckten Schatz. Och nein, das ist schade. Okay. Hallo! Einer zu uns kommt und sagt, ich wurde gerade geschlagen. Ja. Dann gehe ich selbstverständlich hin. Und schlag den nochmal. Chilliger Türsteher, Bro. Dieter Soße, der vierte Weg, fährt wieder komplett besoffen zur Arbeit und fliegt deshalb jetzt erstmal voll auf die Fresse. Vor 16 Jahren hat er. Oh nein, Dieter Dose, nein! Heutige Leiter für Kundenzufriedenheit, hier als Lehrling angefangen. Nein. Doses Arbeitstag beginnt mit dem Gang zum Haus und endet auch schon gleich wieder, denn der dämliche Spast fällt beim Scheiß in die Toilette und krepiert elendig. Und kurz danach ist auch schon dieses Video wieder zu Ende, denn ich habe keine Lust mehr, diesen Dreck hier weiter einzusprechen. Junge, Alter, wie gut ist das gemacht? Weil vielleicht sieht man sich ja trotzdem noch Ende dieser Woche beim GC Frankie wieder glow. Alter, sehr, sehr stark gemacht, sehr, sehr stark. Es geht übrigens um Eistee, Lukas, es geht um Eistee. Okay. Damals wollte niemand mit mir reden, aber jetzt bin ich fett. Okay. Ja, check das aus. Deine Mom, wie soll ich sagen, sie ist fett wie ein Mastschwein. Digga, dieser Penner, er tut voll so ein Spaß sein. Digga, was für ein Zock, ich brauch diesen Remix. Leute,
Doppelpiece. Hier ist wieder Redundanzverbot. Und, hier ist wieder Redundanzverbot, Junge. Redundanzverbot. Heute geht's mal um einen überkrassen Shisha-Tabak, den ich mit meinen Bros und Bratinas und Braturas gesoffen hab. Okay. Zwar, okay Shisha-Tabak man. Trinkt man nicht, Bro. Geht es heute um Capital Bro. Wenn du das irgendwann mal sehen solltest, Bratinas, Bratut. Ich hab einen Hut. Ich hab einen Hut. Capital Bro hat schon diverse Verse in die Öffentlichkeit gesandt. Unter anderem hat er Shisha gereimt. Ich dachte mir so, wow, Shisha, Digga, das war bestimmt übelst schwierig, dieses Reim zu finden. Das ist doch Scheiße, das interessiert doch gar nicht. Darum geht es mir doch überhaupt nicht. Es geht heute um Eistee. Mhm. Es geht um den Capital Bra Eistee. Angefangen hat das Ganze damit, ich wollte ein Video drehen. Der Capital Bra Eistee ist rausgekommen. Alle haben den Koran darüber geschrieben. Ich dachte so, wow, Digga, das musst du ausprobieren. Du bist der professionellste Pfirsichliebhaber in Deutschland. Also ich kann euch jetzt alle Maxime und Enterien auseinanderhalten und sagen, oh, wow, Digga, da ist 1% Kacke drin. Ist gesundheitsschädlich, aber schmackhaft. Das kann ich euch sagen. In der Hinsicht, ich bin einfach ein Mensch, der eine relative große Zunge hat. Okay. Alter, okay, man nennt ihn den Berliner Waschlappen. Worauf sich Unge befindet. Worauf sich Unge befindet. Junge, wie kommt man auf sowas wie stark? Meiner Muss ist strong, strong, strong. Oh oh. Ist technisch von Shisha-Tabak, aber auf mich hat dieses gesamte, dieses Ich hab mir nur einen Pack von diesem, da sind 0, Eistee drin und die sind nochmal schnell weg. 0, Eistee, ja, geil. Ich bin eins groß wie 8 und ich brauch mindestens 100 Eistee am Tag. Was hat er denn gesagt, so, wenn ich richtig Student? Ja, er ist ein richtig großer Mensch und er braucht 1,8 Eistee am Tag. Ich bin die ganze Zeit unterwegs, weil du nicht weißt, was du tun sollst. Du sitzt auf dem Tisch, bist am Kacken und denkst, was soll ich machen? Boah, Alter. Wow, Digga, erstmal Kapital, ich mach der Kapital Eistee bringt. Digga, das ist eine kranke Sucht. Coca-Cola, Masse, wie ich denke, dass das gut für mich ist. Okay. Ja, dann war der Tom Lerner gewesen und ich wollte diesen Kapital wieder haben. Und nirgendwo war Capital Bra ST, weil nirgendwo Capital Bra ST war. Und deswegen, ich bin in den Laden gegangen, hast du Capital Bra ST? Nein, was du? Ich bin in den Laden gegangen, ey, voila, hast du Capital Bra ST? Ja, wow, Digga. Und Leute? Voila. Oh! Alter! Bro! Ja, Digga, wie übertreibt! Ich muss so übelst scheiße. Ich habe diesen Einkaufskorb voll gemacht. Mein Anruf war leer gewesen und mein ganzer Einkaufskorb war voll mit Kapit. Ich war völlig in meinem Film gewesen. Ja. Ich war mit einem Kumpel unterwegs gewesen. Und erst zu Hause habe ich eigentlich realisiert, was ich gewesen habe. Irgendwie ist meine Stimmung jetzt ganz schön weit unten. Okay. Hier, sieh mal. Na, willst du vielleicht diesen unsichtbaren Bitcoin kaufen? Das klingt nach einer Sache, die ihr Vive kaufen würde, ein unsichtbarer Bitcoin, so dumm wie er ist. Ja, unsichtbarer Bitcoin? Andere Frage, hast du denn einen sichtbaren Bitcoin oder was? Perfekt, wir machen weiter, Digga. Natürlich nicht. Du kannst es auch nicht sehen, weil es unsichtbar ist. Oh. Würde dir diesen unsichtbaren Bitcoin verkaufen? Irgendwie gibt der Typ mir KLS-Vibes. Und zwar für nur einen Groschen. Was, einen Groschen? Oh, für einen Groschen? Genau. Aber wozu brauche ich denn einen unsichtbaren Bitcoin? Ist das dein Ernst? Du fragst mich, wozu du einen unsichtbaren Bitcoin brauchst? Also du gehst eine Straße entlang, ja? Mhm. Und du hast einen ganz normalen Bitcoin, den man sehen kann dabei. Und ehe du dich versiehst, ganz plötzlich springt doch da hinter einem Baum hervor. Ja. Na, wer? Simon Unger. Simon Unger aus dem Baum, Digga. Und klaut dir dein Bitcoin. Gib mir den Groschen. Ja gut, hier hast du ihn. Hier. Ja. Hier ist er. Warte mal. Unsichtbarer Groschen, Digga. So. Unsichtbarer Groschen. Du Sohn. Oh, Leute, oh no, Leute, das war's von diesem wunderschönen YouTube-Kacken. Checkt ihr auf jeden Fall in der Beschreibung aus. Ganz dickes Shoutout an alle Creator. Ich liebe es, so etwas zu sehen und mich daran zu ergötzen. Ich freue mich auf eine weitere YouTube-Kacke von der Vive. Ach, scheiß drauf, kommt. Lass mal, kommt, auf Wiedersehen. Ciao.